Summer's coming. Jazzsticks präsentiert die koffeinhaltigste Sendung des Internets. Sticks Critics. Heute bei Sticks Critics. Booster Summer Feeling Watermelon Taste. Diesen Drink gibt es bei zum Beispiel Edeka oder auch Netto, der ohne Hund. Das Design der Dose ist rot. Das passt zur Wassermelone. Es ist vor allem aber auch das Summer Feeling drauf abgebildet, nachdem der Drink heißt. Heißt viele Palmen, irgendwie was Strandiges und ein paar süße kleine Delfine. Außerdem hat jemand ziemlich wahllos mit Grün hier über die Landschaft gekotzt. Kann man machen. Muss man aber nicht. Der Name Booster, Energie verleihend, klingt ein bisschen drogig, aber sonst ist schon ganz gut. Summer Feeling, ja, ist natürlich saisonal spezialisiert. Kann man so schon mal machen. Dieses Getränk enthält ungewöhnlicherweise 32 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter. Die Taurinmenge kann ich nicht erahnen. Also schon, aber ich kann sie nicht wissen, denn sie steht nicht drauf. Wir haben kein Inosit drin und kein Glucuronolakton. Dafür aber Karottensaftkonzentrat für die Farbe, außerdem tatsächlich ein klein bisschen Wassermelonenkonzentrat, Saftkonzentrat, Dingsbums, ne, Zeug. Und ein bisschen Apfelsaftkonzentrat. Ich erwarte gar nicht so wenig, denn das einzige Getränk mit Wassermelonengeschmack, das mir gerade spontan so im Kopf rumschwirrt, ist von Fritz Cola, eine Wassermelonenbrause. Die ist geil, deswegen erwarte ich auch, dass das hier geil ist. Es riecht schon mal sehr gut nach Wassermelone. Frisch. Und nicht energydrinkig. Kann geil werden. Die Farbe des Getränks ist die gleiche wie Tränen von Einhörnern. Ein merkwürdiges rosa-pink. Ich trinke diesen Booster Summer Feeling Watermelon Taste auf die wärmere Hälfte des Jahres. Als hätte ich noch nie auf den Sommer getrunken. Prost! Jo, richtig schön Wassermelone. Nicht wahnsinnig natürlich, aber total wassermelonig. Eine schöne Wassermelonenbrause. Schmeckt man jetzt gar nicht das Energy-Drinkige raus, schmeckt aber schon so ein bisschen angriffig, süßlich, säuerlich. So wie so eine Brause, die halt nicht aus natürlichen Zustoffen gemacht ist. Zutaten gemacht ist. Aber das Ding ist in Ordnung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass so eine 330-Milliliter-Dose ja schon auch nur so... Sind 60 Cent aktuell? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst. Ob ich das Getränk wohl wieder kaufen würde? Ja. Es ist günstig und ist mal was anderes. So palettenweise, dass ich das hintereinander wegtrinken würde? Nee, eher nicht. Aber hier und da mal eins dazwischen... Gerne. Empfehlen kann ich das auch jedem, der den Geschmack von einer halbwegs künstlichen Wassermelone in seinem Getränk ziemlich geil finden könnte. Ist bestimmt wirklich so irgendwie an so einem schönen Strandnachmittag echt erfrischend, wenn man es hinkriegt, das gekühlt bis zum Strand zu bekommen. Tschüss und trink nicht zu viel von dem Gift. Ich danke euch dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt nach meiner Frühlingspause. Danke auch fürs Liken, Teilen, Abonnieren, Kommentieren und Glocke drücken. Ich danke Enne für das Getränk. Hier ist und bleibt alles subjektiv und tschüssi. Hm.